Also willkommen zurück beim Let's Play Gods Will Be Watching und hier prüfen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Vielleicht sterben wir diesmal nicht ganz so früh. Gut, okay. Erstmal hacken wir die Kamera. Was ist denn da aus dem Korridor? Okay. Wie sieht es mit den Geldern aus? Sie sehen erstmal entspannt aus. So. Erstmal Turbo-Hack aufladen. So, okay. Kicken. Ja, machen wir mal weiter. Der sieht ein bisschen zu entspannt aus. Was machen wir denn da am besten? Die sind erstmal. Ah, wenn das zu entspannt wird. Kann ich die denn? Ja, kann ich ja mal anschreien, der soll sich nicht so krass entspannen. Oh, sieht schon ein bisschen besser aus. So. Wie sieht die Sicherheit aus? Ah, Sicherheit geht noch. Lade ich doch immer wieder auf. Okay. Da erhöhe ich mal die Sicherheit. Und der ist schon ein bisschen ziemlich krass nervös. Ich weiß nicht wie. Die ist ein bisschen zu entspannt und der Typ ist ein bisschen zu nervös. Also. Ich werde erstmal immer angreifen, wenn er jetzt halt losrennen sollte. Dann hat halt Pech. Ist klar. Sind sie alle ein bisschen nervös? Hoch. Ja. Bisschen hier mal beruhigen. Okay. Dann einfach mal weiter aufladen, den Turbo-Hack. Sieht trotzdem immer noch ziemlich nervös aus. Ja. Sicherheit verstärken. Er ist abgelenkt. Ach ja. Greifen wir an. Okay. Greifen wir nochmal an. Gut. Ich mal mit dem ein bisschen quatschen. Ja. Fahren einfach mal eine Runde. Oh ne, du musst nicht weglaufen. Ach, komm schon. Hau rein. Das ist ein bisschen doof. Wenn der eine zu nervös ist und der andere zu entspannt, dann hat man das Problem, dass man irgendwie nicht Bären wirklich in Schach halten kann. So. Die ist immer noch so nervös. Alter Vater. Ob ich ihn auch vielleicht austauschen sollte? Hm. Ja, die Bienen sind jetzt halt immer auf demselben Limit, aber der Typ ist irgendwie ein bisschen zu nervös. Ich probiere mal den auszutauschen. Und fordere dafür. Oh. Fordere dafür Netzstabilität. Okay. Sind die Bienen aber ein bisschen zu entspannt? Ah. Ich frage mich immer noch, wozu dieser blöde Erste-Hilfe-Spender ist. Dann laden wir mal noch auf. Er ist abgelenkt. Niemals. Ah, stimmt mit die Zeit, Mann, Alter. Oh, okay, greifen wir mal an, Runde. Okay. Nimm mal den Turbo-Hack.
alles klar, hat funktioniert. Nice. Die Bienen sehen auch relativ entspannt aus. Laden wir den Heck mal wieder auf. Ja, noch ein bisschen aufladen. Das hier ein bisschen zu entspannt. Schießen wir noch eine. Okay, das sieht ein bisschen nervös aus. Laden wir mal weiter auf. Alter Vater. Jetzt wieder ein Problem. Der ist zu nervös, der ist zu entspannt. Dann muss ich am besten den mal in den Pausenraum schicken. Und erstmal hier unsere Sicherheit verstärken. Okay, der ist zu nervös. Zu entspannt. So. Der bleibt erstmal für ein paar Züge da. So, sieht's aus. Machen wir ein bisschen auf. Kamera Shuttle wird mal in diesen Pausenraum, um zu sehen, ob der sich ein bisschen entspannt hat. So. Gucken wir mal. Der ist eigentlich recht entspannt. Dann greifen wir mal eine Runde an und holen ihn nicht aus dem Pausenraum. Okay. Jetzt ist er wieder zu entspannt. Und, der muss ja mal in den Pausenraum. Ist klar. Greifen wir an. Sollte ich nicht so krass entspannen. Okay. Laden wir noch immer auf. Gucken, wie dem anderen geht. Ah, der ist wieder. Obwohl, eigentlich sind es jetzt eigentlich später. Recht entspannt, dann hole ich den mal zurück. Mal gucken, jetzt wo sie so entspannt sind, kann ich die mal ein bisschen angreifen. Ja, gut. Ah, 70% muss erstmal reichen. Bla 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 bla. Okay. Ja, jetzt sind schon gut voran. So, die sind wieder relativ entspannt, also können wir wieder angreifen. Okay, sehr nice. Dann wir mal aufladen ein bisschen. Zu entspannt. Ich mache stimmt die Zeit, Alter. So. Weil der könnte nervös sein, wenn ich jetzt wieder sage, soll angreifen. Ja, ich muss machen. Okay. Dann kommen wir jetzt wieder auf denselben Level. Die Sicherheit verstärken. Daten wir für ein oder zwei Runden in den Pausenraum wieder. Du wirst mal den Hack aufladen. So. Ja, noch mal aufladen. So. Greifen wir an. Ah, Schuhe. Ja, das ist alles viel miteinander abwägen. Okay, er ist ein bisschen zu entspannt. Und der andere war, glaube ich, gerade auch relativ entspannt. Das ist okay. Dann kann ich eigentlich mal ein bisschen angreifen in der Runde. Ja,
passiert. Okay. Torwerk aufladen. Nochmal noch einen aufladen. Ja, verschlingen. Sind sie beide ziemlich entspannt. Ich glaube, dann greife ich lieber mal eine Runde an. Und danach halt die Sicherheit verstärken. Okay. Und ich werde mal den Torwerk ausführen. Ja, der war. Okay, funktioniert gut. Also schön gut vorangekommen. Also okay. Der ist mir wieder ein bisschen zu entspannt. Und Torwerk wieder aufladen. Machen wir nochmal. Okay. Ja, ich muss schießen. Ich glaube, der wird ein bisschen zu nervös wieder. Der geht mal kurz für eine Runde in den Pausenraum. Wenn du mal den Heck auflädst, war es dazu entspannt. Schnell verstärken. Okay. Jetzt hole ich mal den anderen wieder zurück. Der ist jetzt auch ziemlich entspannt. Muss bloß? Nee, musst du nicht. Angreifen. Okay. Greifen wir dich nochmal an. Okay. Der muss sich mal wieder ein bisschen beruhigen. Ja, könnt ihr meinen Bruder so, klar. Okay. Den ohne den Torhecke aufladen. Sicherheit verstärken. Alter, Verteidiger. Okay, ein bisschen aufladen. Ach. Nee, der muss in den Raum. Und du musst erstmal wieder angreifen. Kann ich auch mehrere in die Pause rumschicken? Kann ich auch, ja. Okay. Das ist mir aber zu riskant, dass ich mag dann keine Geisel mehr, dann würde ich verlieren, so. Greif nochmal an, die sind ein bisschen nah. Okay. Da hole ich den anderen wieder zurück und schick den anderen in den Pausenraum. Ach. Nicht die beste Ausgangssituation, die die hier haben. So, okay. Dann geht der mal, glaube ich, in den Pausenraum, oder? Ja, das ist eigentlich recht entspannt. Also kann ich mal eh eine Runde lang angreifen. Jetzt ist er nicht mehr so entspannt. Dann geht er mal kurz in den Pausenraum. Und du lädst den Torwerk mal auf. So. 73%, das ist okay. Das riskiere ich. Okay, nicht funktioniert. Okay. Greif an. Und der andere. Was macht der so gerade zur Zeit? Der ist entspannt, okay. Okay, dann gehst du mal in den Pausenraum. Das ist bloß der hier. Nur der hier. Okay, der ist wieder entspannt. Du greifst wieder an, meine Fresse. Okay. Torwerk aufladen. Du bist mir zu entspannt. Dann hole ich den anderen mal zurück. Der dürfte sich jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen beruhigt haben. Oh, hat er? Hm? Kann man sich so krass entspannen als Geisen. Schon komisch. So, schauen wir mal. Jetzt sind sie wieder relativ entspannt, also werde ich mal eine Runde angreifen. Boah, das sieht bisher ganz gut aus. Okay. Dann riskieren wir mal den Torwerk. 2-1. Und go. Funktioniert. Sehr schön. Was sieht gut aus.
Dann ja, nochmal Turbo-Hack wollte ich nicht machen, dann werde ich einfach mal noch eine verhandeln. Ah, das ist doof. Sich etwas stärken. Okay. Die sind mir wieder zu entspannt, also werde ich noch angreifen. Ach scheiße, wir haben es in Daten verloren, das ist doof. Okay. Der ist mir zu entspannt. Also wenn ich verhandle, dann entspannen die sich auch wieder ein bisschen. Hm. Die Sicherheit verstärken. Sind sie relativ nervös, also halt mal eine Runde verhandeln. Der geht in den Pausenraum. Ah, nicht so weg hier. Wer kommt hier niemals lebend raus? Halt. Achso, okay. Abraham Jack. Die Waffen runter. Verlieren. Lauf für die Revolution zum Erfolg. Macht ihr uns keine Sorgen, wir haben schon Schlimmeres überlebt. Ich lasse euch hier nicht sterben, versprochen. Was soll's, los jetzt. Zack. Kapitel 1. Was drehen? Wird jetzt aber nicht schlecht, oder? Nö. Nee. Machen wir weiter. Okay, jetzt hab ich's. Jetzt kann ich mir auch mal angucken, wie denn meine Bewertung so war. Also, meine Haltung war sanft. Ich habe einen Geisel getötet. Ja, dafür kann ich nicht. Ich habe eine Frau freigelassen. Das war okay. Denk ich mal. Die also 60% haben quasi eine Geisel freigelassen. Warte mal noch. Aha. Ich weiß heute noch nicht, für was die Medikamente eigentlich gut sind. Gut. Verliert haben einer, Fluchtversuch 0. Bei den meisten war es andersrum, okay. Ich habe mich nicht mit Jack gestritten und war auch bei den meisten so und gucken. 94,39% waren sanft. Aggressiv zu sein ist, glaube ich, ein bisschen doof, weil man ab und zu halt mal angreifen muss, damit sich die Wachen zurückziehen. Und das wäre dann bloß doof, wenn dann die Geister sowieso schon nervös gewesen wären, okay. Gut, das war dann schon mal das erste Kapitel. Und Kapitel 2 sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.